Okay, Leute, ja, wir sind wieder da bei Let's Play Elements Destiny 2 Engines Powers. Ja, wie ihr seht, ich bin hier bei den Brüdern. Ich habe jetzt halt offscreen nochmal alles gemacht. Ich bin bis zum Elementargeist gelaufen, habe mir die ganzen Schatztruhen wieder geholt, außer diese schönen Eisrätsel hier. Ich bin wieder besser drauf. Und ich weiß, wohin ich muss als nächstes. Aber ich kaufe mir erstmal wieder ein bisschen was ein. Kaufen. Magietränke 2. So. Habe jetzt natürlich nicht gelevelt oder was auch immer, sondern ich bin jetzt einfach schnurstracks den Weg gegangen. So, und zwar, wisst ihr, es gab hier links diese eine Stelle, wo wir den Bruder gefunden haben. Ah ja, wir müssen nach unten, genau. Dumm, Drago, dumm. Jetzt nach links. Weiter. Und hier geht's weiter nach oben. Hoch, links. Runter, links. Und hoch. So. Und, ha! Der Elementargeist. Ihr, seid ihr jene Person, dessen Begegnung ich meiden wollte? Keine Sorge, von mir muss man keine Angst haben. Warum bist du von uns davongelaufen? Du bist doch ein Elementargeist, oder nicht? Ich verstehe. Hm? Ich war im Irrtum. Meine Vermutung war, dass ihr zu jenen gehört, die unser Heiligtum angriffen. Ihr konntet meine Anwesenheit spüren. Das hat mich beunruhigt. Bitte verzeiht. Wir sind auf der Suche nach euch. Zwei haben wir bereits gefunden. Wir wollen euch helfen, das Heiligtum zu retten. Die Geister, die euch bereits begleiten, vertrauen euch. So werde ich ihnen gleich tun. Ich spüre die Elementare Wind und Donner. Nun muss ich die übrigen zwei von euch prüfen, um zu wissen, ob ich mich mit euch verbinden kann. Das ist nicht nötig, denke ich. Wir haben es wohl gerade mit dem Elementargeist der Erde zu tun. Fea hinter mir gehört zum Clan der Erde. So soll es sein. Tritt bitte vor. Bist du bereit? Die Verbindung findet nun statt. La 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 la. Wow. Hey! Fea hat nun die Kraft der Erde. Wow, es fühlt sich fantastisch an. Ja, wir haben keine Zeit, lass uns endlich weitergehen. Boah, sie ist echt angepisst. So, okay, 2 Minuten wieder. Ja, genau, Leute, das war auch wirklich alles, was ich jetzt schon wieder weiß, wo ich hin muss. Jetzt bin ich da gerade wieder genauso ratlos wie davor. Und schön. Ach, schön. Ist das nicht herrlich? Ich muss runter, hoch, hoch, runter, hoch, hoch. Okay. Rechts. Durchgehen, komm, und runter. Okay. Irgendwas muss ich doch jetzt machen. Ich habe gerade ganz wenig Ahnung. Also, ich speichere jetzt erstmal. Schon mal sehr wichtig. Elementargeist ist für uns. Was sagen die? Sagen die was Neues? Gut ausgegangen. Aha, okay. Auch nicht wichtig. Okay. Elementargeist der Erde, sag mir, wo ich hin muss. So, komm. Und schneller. La la. Lauf, meine Gute, lauf. So, nach links. Und dann. Ja, so. Was mache ich jetzt? Ich schau mal ganz kurz hier rechts bei der Fledermaus, ob hier noch irgendwas ist.
Oder muss ich jetzt wirklich raus wieder? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ist hier irgendwas? Ah, hier ist nichts mehr. Das heißt, ich werde jetzt mich langsam aber sicher zurückwagen. Ah, Tapios verwehrt. Das ist nicht gut. Aber okay, gut. 90 XP, 220 Zenny. Ich bin jetzt echt gespannt. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt raus? Muss ich... muss ich jetzt da wieder zurück? Oder... Ja, da darf es eigentlich nichts mehr sein. So, hier scheinbar... Ich gehe jetzt einfach mal raus wieder. Ach, fick dich. Oh, ich fange schon wieder an. Mann, dumm. Ich muss wieder... Die Monster sind hier toll. Okay, hier kann ich mich heilen. Schöne Sache. Und diesmal gehe ich nicht diesen Weg. Kann man voll vergessen. Denn diesmal, ich denke, ich werde jetzt mal in Richtung Ausgang gehen. Ich hoffe einfach mal, dass dann da auch wirklich der richtige Weg ist. Scheiße. Ah, ich mach mal kurz. Oh, hoffentlich schaffe ich's. Komm, töte den schnell. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, weiter, 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 weiter. Ich hab, jede Sekunde ist wertvoll. Leck mich. Da gehe ich jetzt nicht lang. Und... Dumm. Flucht. So. Ach, schön. Irgendwo eine heiße Quelle, Leute. Heiße Quelle. Ach, hier geht's raus. Stimmt. Aha. So. Ich schaue jetzt einfach mal nach rechts. Vielleicht ist der Weg jetzt offen. Wushi, kannst du das machen? Vollidiot. Dumm. Wie kam das? Oh. Juhu. Oh, ich kenne ich doch. Ihr seid die, die unser Gespräch belauscht haben. Und wie es aussieht, seid ihr gerade aus dem Fuyuko-Gebirge gekommen. Sagt, habt ihr das Mädchen gefunden? Lebt sie noch? Einen wie dir werden wir gar nichts sagen. Was sehe ich denn da? Du mit dem braunen Haar, was trägst du da für einen Anhänger? Ihr habt sie also gefunden. Dann muss ich sie nicht mehr suchen. Ich bitte euch nun freundlich, mir den Anhänger zu überreichen. Das stinkt doch bis zum Himmel. Du bekommst nichts von uns und nun mach den Weg frei. Ich bitte euch, es ist wichtig. Gut, dass ich bei euch bin. Wenn's hart auf hart kommt, machen wir einen einfach fertig. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe gehofft, dass wir dies friedlich regeln können. Dann muss ich eben kämpfen. Was ihr mit dem Mädchen gemacht habt, ist mir egal. Nur der Anhänger zählt. Okay. Ich fange an mit aufflammender Schuss und Ohnmachtsangriff. Hier werde ich die Verschiebung schwerer Objekte. Aha. Interessant. Das heißt, ich kann jetzt vielleicht die Kiste... Aha! Okay. Dunkelnarbe. Und... Hier. Das hier. Okay, 508 ist nicht viel. 687 ist mehr. Oh Gott, der macht... Nein! Gift. Oh, sehr gut. Shadowbro, ich schau mal, ob der mehr Schaden macht. Ich versuche nochmal den Ohnmachtsangriff.
Und schauen wir mal, vielleicht ist er im Erde oder Donner schwach. Nein. Wow. Okay. Aufladender Schuss war wirklich noch das meiste. Omachs Angriff war gut. Dunkelname mache ich weiter und er greift normal an. Oh, die Musik, Bosskampf ist geil. Oh, schön, das gefällt mir schon wieder. Oh, er trifft bis jetzt nicht, das ist, finde ich toll. Ich schau mal, was Wind an ihm Schaden macht. Und Gaia-Schlag. Ah, ich glaube, Erde hat er nicht so viel Schaden gemacht. Scheiße, das war ein Fehler, glaube ich. Aber Wind macht irgendwie auch wenig.